Um das Risiko eines Wertpapiers zu beurteilen, wird häufig die Volatilität herangezogen, die die historische Schwankungsbreite des Wertpapierkurses um dessen Mittelwert beschreibt. Die Volatilität kann für Aktien und ETFs, aber auch für Anleihen und Rohstoffe berechnet werden. Die Volatilität hilft zu beleuchten, wie viel Risiko eingegangen werden muss, um eine bestimmte Rendite zu erzielen. Anleger mit einer geringen Risikotoleranz sollten die Volatilität des Portfolios durch geschickte Diversifikation reduzieren. Ein langer Anlagehorizont hilft zudem, Marktschwankungen psychologisch durchzustehen. Entsprechend der alten Börsenweisheit, ohne Risiko gibt es keine Rendite, bedeutet eine geringere Portfolio-Volatilität aber auch, dass die Renditen kleiner sein könnten. Für unsere Altersvorsorge-ETF-Sparpläne bevorzugen wir dennoch eher Fonds mit einer geringen Volatilität. Das lässt uns bei unseren Investments ruhiger schlafen.